So, hier komme ich ursprünglich her, da gehe ich gleich durch. Achso, die haben wir schon mal gesehen. So, und hier haben wir eine schwarze Tür. Eine weiße Tür, eine schwarze Tür. Womit hat es da auf sich? Ja, okay, das war ja auch so ganz tolle Waffenbeams. Aber man kennt das ja noch aus Metal Form 1. Meistens haben halt andersfarbige Beams oder Türen was mit andersfarbigen Waffen zu tun. Hier waren dann teilweise dann die anderen Beams auch noch munitionsabhängig. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, aber nun gut. So, die Tür kann ich jetzt nicht scannen. Wäre ja auch zu einfach. Im Endeffekt will ich aber auch erstmal da unten lang. Wo ich ja vorher noch nicht lang gegangen bin. Oder halt schon mal lang gegangen bin, aber halt dann gestorben bin. Man erinnert sich vielleicht. So. Das haben wir auch schon gelesen, müssen wir nicht nochmal lesen. Aber da das... Nein. Das Paket hätte ich gern. Danke. So. Okay. Dann gehen wir mal hier lang, zu diesem komischen Raum, den wir schon mal gesehen haben, wo ich mir dachte so... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier lang will. Weltraumpiraten, Weltraumpiraten, okay. Was haben wir hier? Mechanische Analyse abgeschlossen. Portal Dynamo außer Betrieb. Linsenanordnung muss zur Fokussierung der Sonnenkraft auf den Dynamo konfiguriert werden. Dadurch wird das Portal mit Energie versorgt. Das kann ja was werden. Und das da hinten ist... Zeug? Ah. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Hochwertige Solarlinse mit maximalen Lichtausbeute. Teil eines Systems, um ein Portal zum dunklen Äther zu öffnen. Okay. Tag. Würdet ihr mal bitte aufhören, hier mich die ganze Zeit anzuschießen? Das muss wirklich nicht sein, ganz ehrlich. Oh shit. Dunkler Weltraumpirat. Hey! Oh, Weltraumpirat, findest du lenken? Nein, gut. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen stark. Dunkler Piratensoldat. Von Finsterling besessener Piratensoldat. Zunahme von Stärke und Ausdauer durch symbiotischen Verbund. Abneigung gegenüber hellem Licht. Na gut, kennt man ja. Ist ja wie immer. So, gehen wir bloß aus dem Weg hier, Penner. Oh, ja, ja. Wie einfach alles hier von der Dunkelheit aufgesogen wird. Muss nicht sein, ganz ehrlich, muss nicht sein. Jetzt haben wir irgendwo eine Bombenvorrichtung. Was haben wir da? Hey, nee, da. Ja, meinen wir auch das. Objekte in ständigen Dimensionswechsel. Vollständiger Scan der Bombenmodule nicht möglich. 50% seiner atomaren Masse befinden sich in einer anderen Dimension. Möglicherweise auf der Oberfläche des dunklen Äthers. Aha. Automatische Türsysteme funktionstüchtig. Türsteuerung erfolgt über Bombenmodule. Steuerverbindung scheint jedoch vom dunklen Äther herzuführen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach Bombe einsetze, funktioniert das eher mäßig bis gar nicht. Da hinten habe ich noch so ein bernsteinfarbenes Hologramm. Das werden wir natürlich uns mal angucken. Ein Bericht.
Der zentrale Energieregulator wurde im erhabenen Tempel errichtet. Drei weitere entstanden in den Tempeln von Torvus, Argon und der geheiligten Festung. Sie fingen die Energie des Ezzers auf, um sie so dann über unsere gesamte Welt auszusenden. Zu all jenen, die ihrer bedurften, mit der Zeit gingen wir dazu über, diese kostbare Energie, das Licht des Ezzers, zu rufen. Es läutete eine Ära des Friedens und des Wohlstandes unter den Luminos ein. Okay. Na, wenn ihr das sagt, du, das wird schon stimmen. Und das hier ist dann das Portal, ja? Vielleicht irgendwann. Da 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 da. Jetzt haben wir wieder eine kleine mächtige Rätselpassage hier. So, damit dreht sich schon mal eine Linse. Okay. So viel zu den Freaks. Bitte warten. Bitte warten. So. Das war die nächste Linse. Natürlich gibt es überall Wespen. Warum auch nicht? Die Geister der Menschheit. Irgendwelche komischen Wespen. Verdammt. So. Da hängt eine Wespe drin, glaube ich. Nee, das sind diese anderen Viecher. Die haben wir noch gar nicht gescannt. Vielleicht sollten wir es machen. Bevor das jetzt die einzige Chance war, sozusagen, weißt du? Siehst du wohl. Rollschabe, fleischfressender Höhlenbewohner, reagiert empfindlich auf unmittelbare Explosionen. Durch den Einsatz von Bomben kann man diesen Gegner außer Gefecht setzen und ihm Schaden zufügen. Okay. Wenn man den unbedingt möchte. Ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so. Nein, nochmal. Aber nicht jetzt. Das Licht, es blendet. So, damit wird die Energie dahin geleitet. Ein Portal wird gebaut. In eine andere Dimension. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich krieg nicht mal Schaden, wenn ich durch den Lichtstrahl da gehe, ne? Ne. Ist einfach nur verdammt hell. Okay. Konsole dient der Aufladung und Öffnung eines Portals zum dunklen Ezzer und ist derzeit außer Betrieb. Errichtung des Portals eingeleitet. Yay. Ich will da vielleicht noch gar nicht rein, ich will da vielleicht noch gar nicht rein, ich will da vielleicht noch gar nicht rein. Es wird ein Scheiß drauf gegeben, was ich will. Das ist gut. Das ist immer gut. Ich wollte mir vielleicht einfach noch woanders umgucken, weil wir haben ja noch ein bisschen was hier zu hoch. Aber nö. Nö, nö. Und es gibt keinen Weg zurück.
Noch nie hat die Dunkelheit so wehgetan. Ist so. Die Atmosphäre des dunklen Elsass hat eine schädliche Wirkung. Toll. Erleuchtete Schutzzonen schirmen die Atmosphäre des dunklen Elsass ab. Was haben wir hier? Klingenschote, lebende Lagereinheiten der Ing-Horde. Diese Ingen nutzen ihre Morphling-Fähigkeit, um nützliche Gegenstände mit ihren Körpern zu umschließen. Sie sind auf Verteidigung durch größere Ingen angewiesen. Okay. Das Portal kriege ich auch nicht mehr auf, ne? Konsole, die, ja? Eingeleitet, okay. Ich sag nicht, dass ich jetzt schon da durch will. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir müssen hier hin. Ich würde mich tatsächlich halt erstmal nochmal auf der anderen Seite ein bisschen umschauen, bevor wir hier weitergehen. Ich weiß, wir müssen. Aber muss ja nicht jetzt sein. Kann ja auch noch so 5 Minuten später sein, so gefühlt, weißt du? Muss ja jetzt nicht unmittelbar jetzt gemacht werden, weißt du? Oh, hallo! Ist ja nett, dass ihr wieder vorbeischaut. Aber das muss doch nicht sein. So. Und du auch nochmal, ja? So. Nichts gedroppt, die Schweinehunde. Es gab ja hier noch, keine Ahnung, wie es Bernsteinfarbene Tor und all so ein Krams. Da würde ich halt gerne jetzt nochmal ein bisschen umherschauen und mal gucken, was wir denn da vielleicht nochmal holen können. Generell gab es noch so ein bisschen gelbes Zeug, das wir eigentlich jetzt schon mal besuchen könnten, wenn ich den Weg dahin finde. Die sind ja eher so mäßig gut auf der Karte markiert. So. Wo geht's denn jetzt zurück hier, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Hier konnte ich zum Beispiel halt noch was machen. Zum Beispiel für einen Energietank. Siehst du wohl. Das sind so Dinge, weißt du, die lohnen sich, wenn man halt mal ein bisschen sich umschaut und so. Muss ja nicht viel sein, aber so ein bisschen, so hin und wieder, weißt du? Bisschen Leben kann nicht schaden. Meistens. Ja, ich weiß, ich habe den Energietank immer noch nicht gescannt, aber ich muss es ja anscheinend auch nicht. Lumindot-Inschrift in Ziffer der Rettung des Elsass. Gucken wir uns mal an. Der planetare Energiequell des Elsass fiel auf ein kritisches Niveau herab. Diese Tatsache zu ignorieren hätte zur Konsequenz gehabt, dass die Energie versiegt. Es hätte diese Welt ins Verderben gestürzt. So ersannen unsere hellsten Geister einen Weg, die verbleibende Energie zu bewahren und zu regulieren. In Form der Energieregulatoren. Alles klar. So, haben wir hier eine gelbe Tür. Durch Wachsamkeit und Stärke erschaffen wir Frieden. Das ist ja toll. Okay, gehen wir mal rein. Und sehen. Da müssen wir erstmal hier einen Weg frei machen. Eine Karte. Siehst du mal, was plötzlich für Möglichkeiten da sind. Das ist doch schön. Ja, stimmt, da oben ist auch noch eine Tür. Wo ich jetzt noch nicht so ganz weiß, wie ich da hinkomme, aber ich glaube, dass da kommen wir noch hin. Irgendwann. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. So. Dann düsen wir hier nochmal hin, auch wenn wir da das Raketenmodul noch nicht bekommen können, das Missile Pack. Aber. Ich würde gerne den Raum erkunden. Ich würde gerne den Baum scannen, damit ich das nicht vergesse irgendwie. Na, halt so die wichtigen Dinge. Ja.
Ja. Der Baum. Tolle Giftbaum. Ich meine, ist das ein richtiger Eintrag für die Datenbank? Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt. So, und hier kann ich ja leider nichts von der Seite aus machen, ne? Nee. Na gut. Wir sind auf jeden Fall mal ganz kurz hier gewesen. Und freuen uns. So. Dann haben wir noch kurz bevor wir zum Portal gehen, auf jeden Fall noch eine Bernsteintür, durch die wir gehen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Metroid Prime 2. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.